Hey, willkommen zu einem neuen Video. Das alte Ägypten ist ein faszinierender Ort mit einer geheimnisvollen Geschichte. Bei meinen Recherchen zu diesem Thema bin ich auf so viele Theorien und Informationen gestoßen, dass ich wirklich erstaunt war. Die Dinge, die ich euch heute erzähle, werden euch zum Erstaunen bringen. Also schnappt euch etwas zu essen und zu trinken und lasst mich eure Meinung in den Kommentaren wissen, nachdem ihr euch dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Ich bin sehr neugierig darauf. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Das Tal der Könige befindet sich am Westufer des Nils in der Nähe von Luxor. Diese Stätte beherbergt einige der berühmtesten archäologischen Entdeckungen, die je in der Geschichte Ägyptens gemacht wurden. Man sagt, dass hier mehr als 60 Gräber von Pharaonen, Priestern und anderen wichtigen Persönlichkeiten gefunden wurden. Eines der berühmtesten, und das solltet ihr in der Schule gelernt haben, ist das Grab von Tutanchamun. Dieses Grab wurde 1921 von Howard Carter entdeckt. Neben Tutanchamun selbst wurden über 3500 Schätze gefunden, darunter seine goldene Maske, die im Ägyptischen Museum in Kairo aufbewahrt wird. Was viele Menschen vielleicht nicht wissen, ist, dass Tutanchamun 9 Jahre alt war, als er Pharao wurde, und dass er im Alter von 19 Jahren starb. Auch Ramses II., der als der größte und mächtigste Pharao aller Zeiten gilt, wurde im Tal der Könige gefunden. Diese Stätte wurde nur teilweise ausgegraben und ist so groß, dass auch heute noch neue Entdeckungen gemacht werden. Nummer 9. Im Jahr 2013 fand ein Archäologe namens Pierre Tallet 30 Fragmente von 4500 Jahre alten Hieroglyphen mit Schriftzeichen. Er fand sie in einer Höhle in der Nähe des Roten Meeres und die Fragmente, die auch als Tagebuch von Mera bezeichnet werden, gelten als der älteste jemals gefundene Papyrus. Die Ägypter nutzten das Schilf der Papyruspflanze, die in den Sumpfgebieten rund um den Nil wuchs, und verarbeiteten es zu Schreibmaterial. Was in diesen Fragmenten enthalten war, wäre nach Ansicht des bekannten Archäologen Zahi Hawass die größte Entdeckung in Ägypten im 21. Jahrhundert. Es zeigte nämlich, wie sie 2 bis 3 Tonnen Steinblöcke mit Booten nach Gizeh transportierten, was 2 bis 3 Tage dauerte. Die große Pyramide besteht aus mehr als 2,3 Millionen Kalkstein- und Granitblöcken, sodass man sich vorstellen kann, dass dies eine ganze Menge Arbeit war. Aus den Fragmenten geht jedoch nicht hervor, wie die Steinblöcke mit Präzision zugeschnitten und in die Pyramide eingesetzt wurden. Nummer 8. 1954 hatte der Archäologe Kamal el-Malak in einem Graben nahe der großen Pyramide ein Schiff entdeckt. Das Schiff wurde in 1224 Teilen gefunden und als man es zusammensetzte, war es 43,6 Meter lang und 5,9 Meter breit. Es wird angenommen, dass das Schiff für Cheops den zweiten Pharao der 4. Dynastie gebaut wurde. Das Schiff wird auf 2500 vor Christus datiert und vielen Studien zufolge könnte das Schiff segeln, wenn es in einen Fluss gesetzt würde. Es ist jedoch unklar, ob es segeln könnte, da bestimmte Teile fehlten und kaum Platz vorhanden war. Niemand weiß, wofür das Schiff gebaut wurde, aber es wird vermutet, dass es für rituelle Fahrten benutzt wurde oder um Pharaonen zu ihrer Ruhestätte zu bringen. Nummer 7. Die Sphinx von Gizeh ist die größte und berühmteste Statue der Welt und ist 73 Meter lang, 19 Meter breit und 20 Meter hoch. Durch den Einsatz von Bodenradar konnten die Forscher feststellen, dass es unter der Sphinx mehrere Gänge und Kammern gibt. Ihnen zufolge befindet sich unter dem linken Fuß der Sphinx eine geheime Kammer, die auch als Halle der Aufzeichnungen bezeichnet wird und bis heute nicht untersucht werden konnte, weil die ägyptische Regierung dies nicht zulässt. Die Halle der Aufzeichnungen soll eine Bibliothek sein, in der alle möglichen wichtigen Informationen aufbewahrt werden, was jedoch nie bewiesen werden konnte. Auf dem Kopf der Sphinx gibt es auch eine Öffnung, von der viele Menschen nichts wissen und die angeblich in einer Sackgasse endet, während es Beweise dafür gibt, dass es im Körper der Sphinx eine Kammer gibt. Es gibt auch eine Öffnung auf der Rückseite der Sphinx, die ebenfalls in eine Sackgasse führt. Es gibt jedoch alte Geschichten, die besagen, dass es unter der Sphinx ein Tunnelsystem gibt, das mit der großen Pyramide verbunden ist. Im Jahr 1999 gab es jedoch eine Fernsehsendung, in der der archäologische Zahi Hawass erklärte, dass es einen 29 Meter tiefen unterirdischen Tunnel zwischen der großen Pyramide und der Sphinx gibt. Er geht mit einem Reporter in die Tiefe und findet dort 4 Säulen mit Hieroglyphen und einen riesigen 12 Tonnen schweren Sarkophag, der Osiris, den ägyptischen Gott der Unterwelt des ewigen Lebens, darstellen soll. Doch wenn wir ihm Glauben schenken, war der Sarg leer. Interessant ist auch, dass Osiris in mehreren Hieroglyphen abgebildet ist und dass er eine geheimnisvolle grüne Hautfarbe hat. Von diesem Raum aus soll es auch Tunnel geben, aber da er damals noch untersucht wurde, durften sie dort nicht filmen. Seitdem sind keine weiteren Informationen bekannt gegeben worden. Und so bleibt unklar, wohin diese Tunnel letztendlich führen. Nummer 6. Das Serapeum von Saqqara liegt unter der Erde, nordwestlich der Djoser-Pyramide. Das Besondere an diesem Ort ist das große Gewölbe, ein 380 Meter langer Tunnel, der von Hand ausgegraben wurde.
Hier wurden 1851 von Auguste Mariette mehrere Seitenkammern gefunden, die 24 riesige Steinsärge mit einem Gewicht zwischen 70 und 100 Tonnen enthielten. Bei den Särgen handelt es sich um große Granitblöcke, die mit unglaublicher Präzision und Verständnis für Symmetrie und Geometrie bearbeitet wurden. In der Schule lernt man, dass die Werkzeuge der Ägypter aus Äxten, Meißeln und Holzhämmern bestanden, aber nach Meinung vieler Experten ist es unmöglich, diese Truhen mit diesen Werkzeugen herzustellen, und sie zu bewegen wäre ohne den Einsatz so schwerer Maschinen nicht möglich. Wie die alten Ägypter das gemacht haben, ist also ein großes Rätsel. Eine andere Theorie besagt, dass sie die Säge gefunden haben, was bedeutet, dass sie von einer anderen, fortgeschrittenen Zivilisation geschaffen wurden, die über unglaubliches Wissen verfügte. Es wird gesagt, dass die Särge für Apis-Stiere verwendet wurden. Diese Tiere wurden von den Ägyptern verehrt, aber auch dies ist nur eine Theorie, da die Särge leer gefunden wurden. Nummer 5. 1940 während des Zweiten Weltkriegs fand der französische Archäologe Pierre Monet ein Grab in Tarnis, einer Stadt im Nildeltal, das einem Pharao gehörte, der zwischen 1047 und 1001 vor Christus regierte. Das Bemerkenswerte an dieser Entdeckung ist, dass dieser Pharao namens Psuthsenes mit unglaublichem Reichtum begraben wurde. Sein aus Silber gefertigter Sarkophag war von Tausenden von Schätzen umgeben. Silber war zu dieser Zeit wertvoller als Gold, was bedeutet, dass dieser Pharao ein wichtiger Mann war und die Ägypter ihn ehren wollten. Leider waren viele hölzerne Artefakte um die Truhe herum durch das Wasser zerstört worden, aber die Truhe selbst war in gutem Zustand erhalten. In ihr befanden sich der mit Silber überzogene Pharao und eine goldene Maske, die als Meisterwerk gilt. Diese Entdeckung gehört zu den bedeutendsten, doch da sie in einer Kriegszeit gemacht wurde, fand sie in den Medien leider kaum Beachtung. Nummer 4. Die nächste Entdeckung ist sehr selten und es ist etwas, das ihr wahrscheinlich nicht auf dieser Liste erwarten würdet. Der sogenannte Saqqara-Vogel wurde 1898 bei der Ausgrabung eines Grabes in Saqqara, Ägypten entdeckt. Der hölzerne Vogel, der übrigens einem Falken ähnelt, hat eine Flügelspannweite von 18 cm und das Seltsamste daran ist, dass er keine Füße hat. Archäologen haben dieses Artefakt auf 200 vor Christus datiert und diese Entdeckung hat viele Menschen zum Nachdenken gebracht. Sein Zweck ist unklar, aber es gibt mehrere Theorien. Einige halten es für ein zeremonielles Objekt oder Spielzeug, aber weil es keine Füße hat wie ein Vogel, glauben andere, dass die Ägypter Kenntnisse über Aerodynamik und die Fähigkeit hatten, fliegende Dinge zu schaffen. Nummer 3. Eine der jüngsten Entdeckungen ereignete sich im Oktober 2019. In der Nähe der ägyptischen Stadt Luxor hatten Archäologen mehr als 30 Särge mit Mumien darin gefunden. Auch die ägyptische Regierung hält dies für die größte Entdeckung des letzten Jahrhunderts und die Mumien wurden auf etwa 3000 Jahre datiert. Die Mumien und die Farben der Särge waren bemerkenswert gut erhalten und wurden einen Meter unter der Erde in zwei Reihen gestapelt. Von den 30 gefundenen Mumien waren 23 Männer, 5 Frauen und 2 Kinder, von denen man annahm, dass sie der Mittelschicht angehörten. Diese Entdeckung könnte wichtige Details darüber offenbaren, wie die Ägypter die Toten respektierten. Die 30 Mumien werden ab 2020 im neuen großen ägyptischen Museum ausgestellt, das 3 Kilometer von der Pyramide entfernt liegt. Nummer 2. In der Schule habt ihr wahrscheinlich gelernt, dass die Sphinx 4500 Jahre alt ist, aber neuere Studien und Theorien legen nahe, dass sie viel früher gebaut wurde. Tatsächlich haben Archäologen an der Spitze der Sphinx eine Regeneration entdeckt, die sie auf etwa 11.700 Jahre datieren würde, was zufällig der letzten Eiszeit entspricht. Am Ende der letzten Eiszeit war die Sahara eine Wüste und genauso trocken wie heute. Studien deuten darauf hin, dass die Sahara vor etwa 6000 Jahren unter dem Klimawandel litt und zu einem tropischen Gebiet wurde, das mit Grasland bedeckt war und in dem es regelmäßig regnete. Es gibt auch die Theorie, dass die große Pyramide in mehreren Phasen gebaut wurde, als verschiedene Materialien entdeckt wurden. Und es gibt sogar Spekulationen, dass die Ägypter die Pyramiden nur restauriert haben und dass sie von einer älteren Zivilisation gebaut wurden. Denn diese Art von kreisförmigen Schächten, die in der großen Pyramide gefunden wurden, wurden mit unglaublicher Präzision hergestellt. Sie bestehen aus Dutzenden von Metern großen Granitblöcken und es ist praktisch unmöglich, dass dies mit Hammer und Meißel gemacht wurde. Vielleicht gab es also doch eine andere alte Zivilisation mit unglaublichem Wissen oder die Ägypter hatten Hilfe von Außerirdischen. Dies könnte möglicherweise erklären, warum in der Pyramide keine Hieroglyphen oder Mumien gefunden wurden. Es wird auch vermutet, dass der Kopf der Sphinx erst später aufgesetzt wurde, weil er im Verhältnis zum Körper nicht ganz richtig ist. Hätten die Ägypter also einziehen können, nachdem sie die Pyramiden und die Sphinx gefunden hatten? Und haben sie das ganze Ding einfach wieder aufgebaut, oder was meint ihr? Es gibt so viele unbeantwortete Fragen. Aber was Wissenschaftler 2018 entdeckt haben, ist total bizarr. Nummer 1.
Die große Pyramide ist aus mehr als 2,3 Millionen Blöcken gebaut, von denen einige bis zu 70 Tonnen wiegen. Die Pyramide ist 146 Meter lang und 230 Meter breit und es besteht eine gute Chance, dass sie mit Absicht gebaut wurde. Im Jahr 2015 hatten Forscher die Möglichkeit, die Pyramide zu untersuchen und das Projekt wurde Scan Pyramids Project genannt. Mit verschiedenen Technologien konnten sie herausfinden, dass es einen großen Raum gibt, der als Grand Gallery bezeichnet wird. Dieser wurde zusammen mit anderen versteckten Räumen gefunden. Darunter die Königskammer und die Königinnenkammer mit Schächten, die unter der Erde hervorkommen. Diese Nachricht war schon unglaublich, aber 2018 haben Wissenschaftler den wissenschaftlichen Beweis erbracht, dass die große Pyramide nicht für Pharaonen gebaut wurde, sondern dass sie die elektromagnetische Energie konzentrieren kann. Aufgrund dieser Entdeckung können wir nun auch bessere Nanosensorik und effizientere Solarenergie entwickeln. Dass die Pyramide dazu in der Lage ist, halten die sogenannten Experten für einen Zufall, aber es wird noch bizarrer. Denn der Standort der großen Pyramide befindet sich im Mittelpunkt der Erde, der auch als Nullmeridian bezeichnet wird. Und die geografische Ausrichtung des Bauwerks ist so, dass die Seiten fast perfekt von Norden nach Süden und von Osten nach Westen ausgerichtet sind. Das bedeutet, dass derjenige, der die Pyramide entworfen hat, über außerordentlich genaue astronomische Kenntnisse verfügte. Die großen Pyramiden sind also geheimnisvoller, als wir es uns je vorgestellt haben. Eine Jahre zuvor gefundene Hieroglyphe könnte etwas damit zu tun haben. Die Hieroglyphe zeigt zwei Lampen, mit denen die Ägypter möglicherweise zeigen wollten, dass sie also wussten, wie man Elektrizität erzeugt. Allerdings wissen wir immer noch nicht, was der Zweck der Pyramide war. Aber dass es viel mehr ist, als wir je erfahren haben, ist klar. Ich frage mich, was man in Zukunft noch alles entdecken wird. Und ich frage mich, wie fortschrittlich diese Menschen waren und was der Zweck der Pyramide war. Welche Entdeckung fandest du am interessantesten und warum? Und würdest du gerne mal in Ägypten Urlaub machen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.